Für einen größeren Extruder brauche ich noch einen größeren Rewinder. Als erstes habe ich die Profile gebohrt und die Gewinde geschnitten. Für die Imbusschrauben musste ich noch mit einem Zapfensenker die M8 Durchgangsbohrungen nachbohren. Nun schrauben wir den Profilrahmen für den Rewinder zusammen. Zum größten Teil benutze ich Profile 80x40 mm. Als Verbindung nehme ich M8 Schrauben. Das Profil ist so massiv, weil die Rolle mit Filament zwischen 40 und 45 Kilo wiegen wird. Hier könnt ihr sehen, wie ich auf den Kopfseiten der Profile M8 Gewinde schneide. Auf beiden Seiten der Rollenhalter habe ich M4 vorgebohrt und anschließend mit einem Senker die Bohrungen gesenkt. Nun werde ich in alle 16 Bohrungen Gewinde schneiden. Die Bohrungen sind für die 4 Lagerböcke zuständig. In die 4 Lagerböcke presse ich nun die Kugellager. Die Kugellager haben die Größe 26x10. Damit die Kugellager ein wenig tiefer gepresst werden, nutze ich eine Unterlagscheibe. Durch das Tieferpressen schleift das Lager später nicht am Profil. Nun schrauben wir die Lagerböcke mit den Kugellagern auf die Profile. Ihr müsst darauf achten, dass die beiden Lagerböcke parallel montiert werden, da sonst nachher die Achse nicht leichtgängig durch die Bohrung geht. Nachdem wir die Lagerböcke montiert haben, stecke ich mal eine Achse durch, um zu sehen, ob alles leichtgängig ist. Wenn es okay ist, kann ich die Schrauben festziehen. Nun baue ich die Aluprofile zusammen. Als erstes montiere ich den Winderhalter mit zwei M8 x 80 mm Schrauben. Als zweites montiere ich den Rollenhalter für die kleine Rolle mit zwei M8 x 80 mm Schrauben. Als drittes montieren wir den Rollenhalter für die große Rolle. Die wird voll ca. 40 kg wiegen.
Die Abschlusskappen habe ich mir mit meinem 3D-Drucker gedruckt. Die werden nun festgeschraubt. Damit das Aufwickeln auch perfekt geht, brauchen wir einen Wender, der uns sagt, wenn das Filament auf der kleinen Rolle eine Umdrehung gemacht hat. Den schleifen wir uns zurecht. Rechts und links müssen wir etwas wegschleifen, damit der Sensor den Gewichtsstand bekommt. Vorsicht, das wird beim Schleifen heiß. Auf beiden Achsen schweißen wir eine M12-Mutter mit zwei Punkten fest. Die Mutter nehmen später die Rollenhalter auf. Die Rollenhalter stecken wir durch die Kugellager. Anschließend stecken wir unseren Sensor drauf, um zu sehen, ob er passt. Den Halter mit der Lichtschranke montieren wir im Anschluss. Die Lichtschranke stellen wir so ein, dass der Impulsgeber berührungslos sich durch die Lichtschranke drehen kann.
Den Impulsgeber passen wir jetzt ein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.